Hi, Lea, cool, dass ich dich erreicht habe. Ich dachte, bei so einem schönen Sonntag rufe ich dich einfach mal an. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut und heute wollte ich gerade bei MGE Kids vorbeischauen. Hast du Lust, dass wir das zusammen gucken? Ja, voll. Ich wollte es eh schauen und ich weiß, zu zweit. Also mit dir ist es auf jeden Fall cooler. Und ich habe auch richtig Lust auf MGE Kids, weil wir sind hier gerade in der Reihe. Und Israel, die Serie war schon richtig gut. Und ich habe richtig Bock, einfach zu hören, worum es heute geht. Oh yes, also Israel ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und die Geschichte von Israel, die wird euch Kelin heute erzählen. Oh nice. Ja, mega. Ich freue mich. Wird bestimmt richtig, richtig cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was Kelin darüber erzählt. Dann lass uns einfach direkt anfangen. Ich habe nämlich Bock. Ich auch. Mega. Sei nicht traurig, denn du hast nämlich Freunde an deiner Seite, die dich nicht alleine lassen. Egal, was für komische Wörter auf dich einprasseln oder wie gemein auch die Leute sind, es gibt einen Freund, der immer an deiner Seite steht. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen jetzt weiter in unseren Input mit Israel. Letzte Woche haben wir gehört, dass auch wir mit im Ölbaum drin sind. Alle, die an Jesus Christus glauben. Aber wisst ihr auch was richtig, richtig Cooles? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was für 10 Gebote es alles gibt? Ich weiß, es sind nur 10, aber fällt euch gerade hier eins ein? Eines, das genannt wird, das erste und wichtigste Gebot. Könnt ihr es mal bitte laut rufen? Habe ich das richtig gehört? Genau. Und zwar, wir sollen keine fremden Götter anbeten, sondern nur Gott alleine anbeten und ihn lieben. Ja, das ist das wichtigste Gebot. Und wisst ihr, was passiert, wenn man diese Gebote hält? Richtig! Und zwar kann man das vergleichen wie mit diesem Regenschirm hier. Ich mache den mal auf. Ja, fast geschafft. Also, mit Gottes Segen oder auch mit Gottes Geboten halten, ist das so wie mit diesem Regenschirm. Wenn wir sie halten, wird es uns gut gehen. Er wird uns segnen. Es heißt, dass wir immer genug zu essen haben werden. Das heißt, dass es regnen lassen wird, sodass die Ernte wachsen werden kann auf unseren Feldern. Und dass er uns natürlich auch vor unseren Freunden beschützt. Aber was passiert, wenn wir nicht an seine Gebote halten? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ah, genau. Und zwar, es wird kein Regen geben. Das heißt, auch kein Essen. Und wir sind auch nicht mehr geschützt vor unseren Feinden. Und wisst ihr, die Israeliten haben das so oft vergessen, dass Gott der einzig wahre Gott ist, den sie anbeten sollen. Sie haben immer wieder andere Götter angebetet und aus dem Grund waren sie auch nicht mehr geschützt. Wie zum Beispiel in Zeiten von Daniel, wo sie sogar in Gefangenschaft genommen worden sind in Babylonien. Und dadurch ist es auch entstanden, dass die Juden verstreut worden sind in alle Welt, auch hier in Deutschland. Ja, es gibt auch hier Juden. Aber es gibt noch einen Grund, warum zum Beispiel Juden bekämpft werden oder warum Leute sie nicht mögen. Nämlich der Teufel möchte Israel vernichten. Aber warum möchte er Israel vernichten? Weil er weiß, wenn nämlich die Juden daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, heißt das, dass Jesus wiederkommen wird. Und das will der Teufel um alle Umständen verhindern. Denn dann heißt es nämlich für ihn, Schicht im Schacht, Ende im Gelände, auf Nimmerwiedersehen. Der Teufel wird dann nämlich gefesselt oder in den tiefsten Abgrund gestoßen, weggebracht, hinuntergeworfen und dann heißt es Frieden auf Erden.
Und deshalb benutzt der Teufel auch Menschen, die gegen Israel kämpfen. Denn sie verstehen nämlich Gottes Plan nicht dahinter, was er mit Israel vorhat, dass sie nämlich gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Der Teufel benutzt sie zum Kämpfen. Und wisst ihr, das Krasse ist, einige davon sind Araber. Araber sind die Nachkommen von Ismael. Und sie sagen, dass Israel ihr Land ist. Und sie wollen alle Juden vertreiben. Weg mit euch, weg mit euch. Aber Gott hat ihnen das Land den Juden versprochen. Wisst ihr, Ismael ist natürlich der Bruder von Isaak, wo das Volk Israel damals entstanden ist. Und sie sind sozusagen Brüder. Also ist da so eine kleine Rivalität drin. Und damals hat Gott schon zu seiner Mutter, zu Ismaels Mutter gesagt, zu der Hagar, dass Ismael sein Volk ein großes Volk werden wird, aber dass er auch sehr wild sein wird und mit vielen Leuten kämpfen wird, aber auch in der Nähe seiner Verwandten bleiben wird. Das können wir richtig gut hier auf dieser Karte erkennen, auf der Israel-Karte. Ich habe mal eine mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, das ist alles Israel. Und umherum sind dann zum Beispiel Länder wie der Libanon, Syrien und Jordanien und natürlich auch Ägypten. Und wir wissen alle, dass dort Araber wohnen. Oder zum Beispiel auch die Glauben halt vertreten vom Islam. Und das sind einfach die Brüder, die ganz nah aneinander sind. Das finde ich richtig stark, dass das einfach wirklich auch heute noch so ist. Oder dass die Bibel das einfach bestätigt, dass Ismaels Nachkommen Araber einfach in der Nähe von ihrem Bruder sozusagen sein werden. Und hier in Israel ist es auch so, dass auch dort Araber und Juden gemeinsam zusammenwohnen, in kleinen Städten, in Dörfern. Und dort leben sie wirklich friedlich nebeneinander. Aber es gibt auch welche, die damit komplett nicht einverstanden sind. Die Kinder bekommen sogar schon in der Schule, in den Schulbüchern aufgeschrieben, dass das komplett nicht geht, dass sie wirklich die Juden wegmachen müssen, dass sie komplett schlimm sind. Ja. Und dass die Juden einfach ihre Feinde sind. Denn die Araber haben nämlich eine andere Vorstellung wie wir von Gott. Auch sie haben einen alleinigen Gott, aber deren Gott oder Anschauungen von Gott, sie nennen auch ihren Gott Allah, möchte, dass die, die nicht zu ihnen gehören, alle umgebracht werden. Und deshalb kämpfen sie, besonders gegen die Juden, gegen ihren Halbbruder. Aber auch Gott möchte, dass die Araber seinen Sohn Jesus Christus erkennen. Und deswegen können wir nur, ja, einfach auch wir für sie da sein und auch sie lieben. Denn wenn sie nämlich Gott und Jesus in die Herz lassen, wird es keinen Kampf mehr geben, keine Rivalitäten mehr. Und jetzt gerade in so einer Zeit, die so herausfordernd ist, braucht Israel gerade Freunde, die an ihrer Seite stehen. So wie auch wir. Wenn wir schlechte Sachen um uns herum kommen, wenn schlechte Worte auf uns passen, brauchen wir Freunde an unserer Seite, die ja einfach an unserer Seite stehen und uns ermutigen und sagen, ey, komm, lass uns einfach diesen Ort verlassen und gemeinsam was machen und an deiner Seite steht und dich wieder aufbaut, wenn es dir schlecht geht. Und genau sowas wollen wir auch für Israel sein. Wir wollen Freunde an ihrer Seite sein. Und wisst ihr, wie wir das machen können? Wir können beten. Wir können sie ermutigen im Gebet. Wir können zum Beispiel beten für Schutz und Frieden in Israel. Wir können aber auch natürlich für die Brüder, für die Araber beten, dass sie Jesus in ihr Herz reinlassen und dass sie nicht mehr gegen die Juden kämpfen. Hey, hast auch du Lust, ein Freund an Israels Seite zu sein? Dann bist du hier nämlich genau richtig. Dann lass uns gemeinsam für Israel, für die Araber beten, dass sie Jesus in ihr Herz reinlassen. Also wenn wir gemeinsam beten, schließen wir die Augen, falten unsere Hände und haben wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf Gott. Mach alle Sachen um dich herum leise und konzentriere dich darauf, dass wir wirklich Freunde an Israels Seite sein wollen. Weil wir wollen ja auch Freunde haben, die an unserer Seite stehen, wenn es uns nicht gut geht oder wenn uns irgendwas Schlechtes zugesprochen wurde. Also wollen wir auch dort einen Unterschied machen. Also faltet gemeinsam die Hände, schließt die Augen, wenn ihr wollt, und dann beten wir gemeinsam für Israel. Ah, Jesus, ich danke dir wirklich für Israel. Ich danke dir, dass
ja, du die Menschen dort einfach siehst, dass du wirklich ihnen Schutz gibst, Herr, dass sie wirklich an dir dranbleiben, dass sie wirklich nicht mehr abfallen davon, dass du der einzig wahre Gott bist, Herr. Lass die all die anderen Götter weg, sondern lass sie nur auf dich ausrichten, Herr. Dafür danke ich dir. Ich danke, dass sie deine Gebote halten und dich erkennen dürfen. Und ich bete auch wirklich für die Araber, Gott, dass sie dich, Jesus Christus, deinen Sohn, erkennen dürfen und ihr Herz einladen. Ich bitte dich, dass sie aufhören zu kämpfen und dich, Gott, annehmen. Ja. Amen. Hey MG Kids, wir haben jetzt ein bisschen Zeit zusammen, um etwas zu lernen, zu basteln und zu spielen. Und zwar den jüdischen Dreidel. Genau, es hört sich an wie Kreisel und es ist auch sowas ähnliches. Das werden wir nachher so falten und zusammenkleben und dann kann man damit spielen. Denn die jüdischen Kinder spielen an Chanukka, an einem Fest der Juden, richtig gerne damit. Und ich dachte, damit wir so ein bisschen in die Welt eintauchen, dann wollen wir das doch auch mal machen. Und gleichzeitig bietet sich der Dreidel an, um Hebräisch ein bisschen kennenzulernen. Besser gesagt, 4 Buchstaben und einen Satz. Und das wollen wir jetzt mal zusammen machen. Bist du bereit? Jetzt geht es darum, dass du diese etwas anders aussehenden Buchstaben mal kennenlernst. Wir haben hier ein Nun, so heißt der Buchstabe. Das ist wie der deutsche Buchstabe N. Dann haben wir hier Gimmel. Sag mal Gimmel. Gimmel, genau. Das ist sowas wie ein G im Deutschen. Dann haben wir hier ein He. Ein He, also H-E wird das sozusagen ausgesprochen. Und das ist sowas wie ein H. Aber die Hebräer haben noch einen anderen Buchstaben, der auch wie ein H ist. Und dann haben wir hier ein She. Davon gibt es 2 im Hebräischen und die unterscheiden sich nur auch an den Vokalen, die dann oben noch draufgesetzt werden. Im Hebräischen gibt es nämlich sowas wie A, E, I, O, U nicht ausgeschrieben, sondern die werden wie Punkte und Striche oben auf die Buchstaben drauf gemacht. Aber dieses ganze Kapitel, das erspare ich euch. Aber wenn du sagst, hey, Hebräisch hört sich echt spannend an, kannst du dir vielleicht einfach ein anderes hebräisches Buchstabenvideo anschauen. Auf dem Gimmel sind diese 4 Buchstaben drauf. Und vielleicht hast du gemerkt, ich habe irgendwie die andere Seite rum gewählt. Also ich habe von hier nach hier die Buchstaben vorgestellt. Das habe ich mit Absicht gemacht, denn die Hebräer, die lesen nämlich von hier nach hier. Wir sind es ja gewohnt, dass wir von hier nach hier lesen. Zum Beispiel Mari oder Kleber. Aber die Hebräer, die lesen Mari Kleber. Richtig interessant. Und wir wollen jetzt auch mal zusammen etwas lesen. Diese Buchstaben haben nämlich eine Bedeutung. Da steckt ein Wort hinter. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe die jetzt nochmal in meiner Handschrift so wunderschön aufgeschrieben. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Da haben wir, yep, muss ich richtig rumhalten, weil wir lesen ja in die Richtung. Da haben wir unser Nun, das habe ich jetzt selber geschrieben, und ein Hm, ja. Und das wird, nee, ein S sozusagen. Und das wird ausgesprochen Ness. Und das heißt auf Deutsch Wunder. Ness ist Wunder. Und dann kam unser liebes Gimmel, ja, habe ich jetzt auch mal ein bisschen versucht nachzumalen. Und hier steht Gadol. Gadol. Und Gadol ist Hebräisch und heißt auf Deutsch groß. Ah, wir haben große Wunder. Ein großes Wunder. Als nächstes kommt unser Verb und das ist Haya, ja? Haya steht hier und es heißt, es geschah. Also wir haben jetzt schon ein großes Wunder, es geschah oder das geschah. Und das letzte Wort ist Sham und das heißt dort.
Ein großes Wunder geschah dort. Das heißt dieser Satz, der hier so drauf symbolisiert sein soll. Ein großes Wunder geschah dort. Ein Zuspruch, an den sich ja die Juden immer wieder beim Spielen daran erinnern können. Du hast unten in der Beschreibungsbox einen Link gefunden, mit dem du zu einem Dokument geführt wirst, was du zu Hause einfach ausdrucken kannst. Ich habe gemerkt, in der Vorbereitung, es wäre einfach super, wenn du etwas festeres Papier nimmst oder, bevor du es ausschneidest, einfach noch ein anderes dünnes Papier draufklebst und dann die beiden zusammen ausschneidest, dann ist das Spielzeug direkt fester und wir können es besser falten und zusammenkleben. Und wir wollen uns das jetzt mal zusammenbasteln. Ich habe es schon ausgeschnitten. Vielleicht brauchst du noch ein paar Minuten, um es auszuschneiden, damit wir dann weiter basteln können. Also, los geht's! Ausschneiden! Sehr gut! Willkommen zurück! Wir basteln jetzt weiter. Ich habe es ja schon ausgeschnitten gehabt. Jetzt geht es darum, das Ding richtig schön zu falten. Und da sind so die ganzen einzelnen Teile, wo die Nummern drauf sind. Die musst du einmal umklicken und schön mit dem Fingernagel. Es wird jetzt richtig spannend. Ich würde sagen, wir fangen mit unserer Spitze an. Es wird ganz schön knifflig sein. Das machen du und ich jetzt einfach mal. Eine schöne Kleber auf das Licht aufgetragen, dass man das falsch hat. Und dann zusammen. Dann kannst du hier oben, wo dieses Loch eingezeichnet ist, mit einem Messer ganz vorsichtig mal reindrücken. Wenn nicht, holst du die Unterstützung von einer älteren Person, die bei dir zu Hause rumläuft. Wenn sie rumfliegen würde, dann würden wir uns alle wundern, oder? So. Ja. Loch getroffen. So, und jetzt kommt der Deckel dran, der muss jetzt geklebt werden. Das wird jetzt interessant. Okay, ich glaube, mein Dreidel ist fertig. Ich fixiere ihn einfach sicherheitshalber mal mit einem Tesafilm, das erschwert dir natürlich, aber es klappt. So, jetzt sieht mein Dreidel so aus, richtig schicker Kreisel oder Dreidel. Dafür brauchst du jetzt noch einen kleinen Stift. Es bietet sich an von einer gewissen Möbelfirma, diesen Stift zu nutzen, den du vielleicht zu Hause hast, und ihn dann hier reinzustecken, sodass er so aussieht. Denn so sieht ein Dreidel aus. Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. In dem Zettel, den ich dir mitgegeben habe, den du in dem Video findest, findest du auch die Anleitung, wie dieses Spiel funktioniert. Du brauchst nämlich 10 kleine Gegenstände. Playmice oder was Süßes oder Streichhölzer oder Steine. Und jeder Mitspieler braucht 10. Und dann legt man Runde für Runde immer einen von seinen Sachen in die Mitte und alle anderen auch. Das ist dann sozusagen der Einsatz, für den dann gespielt wird. Und dann darf man den Dreidel drehen. Und dann zeigt er auf Gimmel zum Beispiel. Und bei Gimmel, da passiert etwas. Und das ist folgendes. Du darfst dir jetzt alle Sachen, die hier in der Mitte sind, nehmen und die gehören dann dir. Also wenn ich mit 3 Leuten gespielt hätte, mit 3 weiteren, dann wären da jetzt 4 Sachen, dann darf ich die jetzt alle nehmen. Und jetzt müssen alle wieder
eine Sache in die Mitte legen und jetzt ist der nächste dran. Und dann wird gewürfelt. Oh, es ist das Schi. Genau. Und das bedeutet, ich muss jetzt ein von meinen in die Mitte legen. Und dann ist der nächste dran. Dann wird wieder gedreht. Oh, machen wir mal He. He wird angezeigt. Und He heißt, du darfst die Hälfte der Sachen, die da drin sind, nehmen. Und wenn es eine ungerade Zahl ist, einfach aufrunden. Die gehören dann alle dir. Also hier sind gerade zwei Sachen drin, dann darf ich eine Sache nehmen. Und jetzt müssen alle wieder ein dazu packen. Und dann gibt es natürlich noch einen Buchstaben. Weißt du noch welchen? Genau, nun. Und wenn nun gewürfelt wird, dann passiert nichts. Du bekommst nichts, aber du musst auch nichts geben. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Basteln, beim Hebräisch-Buchstaben lernen und beim Spielen mit deinen Freunden oder mit der Familie. Bis zum nächsten Mal. Das müssen wir ja auf jeden Fall am Sonntag sagen, weil, hey, Feedback ist auch einfach manchmal cool. Und Marie hat es auch mega gemacht, ein richtig nices Game. Alle Sachen dazu sind in der Beschreibung, also schau auf jeden Fall da vorbei, damit man das nachmachen kann. Ja, und Marie, das war richtig, richtig cool, dieses Game. Ich hätte das damit nie gerechnet. Mhm. Und
Ich muss dir aber leider sagen, Lea, es hat richtig Bock mit dir gemacht. Und ich wünschte, wir könnten das nächsten Sonntag direkt nochmal machen. Aber nächsten Sonntag ist leider kein MG Kids online hier auf YouTube. Schade. Aber dafür gibt's was Schönes. Und zwar nächsten Sonntag am Eichsersee ist eine Taufe. Also, kommt auf jeden Fall vorbei. Also, ich bin höchstwahrscheinlich auch da. Und Sonja, bist du auch da? Auf jeden, weil ich habe auch gehört, danach wird gepicknickt, weil wir wollen natürlich feiern, dass sich jemand taufen hat lassen, dass sich jemand dafür entschieden hat, sein Leben mit Gott und Jesus zu leben. Der Heilige Geist, einfach ein gutes Leben. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall dabei sein. Und das mit den Feiern, mit Picknick. Oh yes, also kommt alle vorbei. Auf jeden. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall da. Und bis dann. Euch noch einen schönen Sonntag. Ja.